Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Total Warhammer 3, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Wir haben uns beim letzten Mal ja fast hinters Licht führen lassen. Mit Betonung auf fast. Wir gehen ein Stückchen näher ran, dass wir beim nächsten Mal hier diesen Angriff auf Berg Schrotak durchführen können. Und freuen uns überhaupt nicht, dass wir Besuch haben hier von Enkari und seiner Dämonenbrut. Das ist nämlich der Teil, den wir nicht so angenehm finden, dass die jetzt hier rumstreunern. Oh, Nagarond hat übrigens jetzt auch endlich 2 weitere Gebäudeslots. Oh, wir machen wieder mehr Geld, Freunde. Das wird so schön. So, ja. Der läuft hier immer noch rum. Und ich muss ihm erstmal hier seiner komischen 2 Musketiere, die er noch hatte, mal wie nennt sich das? Ihn erleichtern darum, genau. Dann geht es hier los ab Rang 30. Tja, kann ich nichts dagegen machen. Ich gebe ihm jetzt halt einfach den Klingenmeister. Was soll's, ne? So, uns gehört hier wieder der Todwald. Todwald wird von uns jetzt hier wieder für Wachstum erweitert. Und wir gehen in die nächste Runde, weil ich gerade eben einfach keinen Bock auf Diplomatie habe. Halt fest, ich habe einfach keinen Bock auf Diplomatie. Das ist einfach genug gerade eben. So. Mein Problem ist, dass ich hier unten eigentlich auch nochmal eine Armee bräuchte. Aber vielleicht habe ich demnächst genügend Geld, um nochmal eine aufzustellen. Es ist einfach so ein Riesenland, ne? Mega weitläufig. Das hast du sonst nirgends. Gefühlt ist es so, als ob du hier in Russland kämpfst. Einfach mega weitläufig und nichts da. Keine Wirtschaft. Es ist einfach unfassbar. Es gibt ja nicht mal Wiese. Es ist einfach Sibirien. Hier oben im Grunde. Oder die Arktis. Wenn ihr wollt. Willkommen in Grönland. Wobei da wahrscheinlich mehr los wäre. Meine ganzen Verbündeten verkacken so hart. So, welchen Turn haben wir denn? 142 schon. Der Groll gegen die verdorbenen Plünderer. Wir wurden nicht aufgedeckt, das finde ich schon mal ganz gut. Der hat sich die Kragov-Tiefe geholt. Und jetzt können wir hier endlich zuschlagen. Und eine mannhafte Niederlage einfahren, so wie es aussieht. Ich glaube jetzt einfach mal nicht daran. Ich weigere mich jetzt daran zu glauben, dass das eine mannhafte Niederlage wird. Wahrscheinlich wird es die krachende als Alternative. Nee, also ganz im Ernst. Ich weigere mich, das jetzt hier einfach anzuerkennen. Sie haben fast keine normale Infanterie. Na gut, hier unten haben sie einiges noch an Infanterie. Jetzt muss ich bloß gucken, eventuell werde ich hier mir eine... Ja, also das ist doch mal ein High Ground, den ich gerne behalte. Also den behalte ich ja nicht. Ich werde hier oben hinmarschieren mit den Jungs. Natürlich sollt ihr auch weglaufen. Die Gyro-Bombers dahin. Eins, 4. Du noch dahin, du noch dahin, du noch dahin. Gefecht starten, Pause. Also, die Nummer 1 wandert. Ist ja hier der mega krasse. Ein mega krasser Defense Point hier. Okay, die Arti kann schon schießen. Dann werde ich sie davon nicht abhalten. Du gehst dahin, du gehst dahin.
Ihr fliegt schon mal davor. Mit euch warte ich hier noch, was auf uns zukommt. Oh, ich hoffe, sie treffen die Gruftwache. Natürlich weiche ich die Gruftwache aus. Warum sollte sie es auch nicht tun? Ja, also viel mehr Highground kannst du ja kaum haben, als wir jetzt hier, ne? LOL! Doppel-LOL, dreifach-LOL, zurück! Verdammten Bogenschützen hier machen uns das Leben zur Hölle. Ja, klar, schießt er noch weiter. Ich bin zwar schon ewig weit weg, aber ballert ruhig noch ein bisschen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das Ding hat immer noch nicht Reichweite zum Schießen. Ach ja. Okay, jetzt geht's los. Ich muss irgendwie an ihre Artillerie rankommen. Um sie platt zu machen. So, schon mal ein schöner Treffer ist hier gewesen. Ey, also dieses Ding trifft ja einfach wie ein Sniper. Das ist ja ab einem gewissen Punkt nur noch lächerlich. Streitwagen dahin. Wir erhöhen den Schaden hier. Okay, ihr fliegt jetzt hier darüber. So, geht mal daran. Ihr geht die jetzt von hinten an. Nahkampfangriff verbessern. Der erste Nahkampf hat bereits begonnen. Geht ihr dahin, dann könnt ihr hier runterwerfen. So, jetzt schießt das hier mal kaputt. Zurück. Müssen wir dahin. Ich habe keine Ahnung, warum der glaubt, dass er von da oben was erreichen kann. So, jetzt dahin. Ich hasse es, wenn sie Volltreffer landen. Oh, shit. Warum? Warum? Ich habe euch eine Position gesagt, wo ihr hingehen sollt. Warum tut ihr das nicht? Ja, das ist Dull. So, wirf. 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 So, ihr rückt vor. Du wirfst auf dieses Teil da. Wir machen hier mehr Rüstung ran.
Du greifst dieses Riesenbaby an. Ihr macht hier noch mehr Damage. Die fliehen leider. Angriff hier, Angriff hier. Ich brauche euch da drüben. Ey Gott, wie viele fressen die denn hier noch? Das ist der Wahnsinn hier. Okay, das Riesenbaby ist weg. Die Flanke hier ist richtig in Trouble. Jetzt brauche ich die beiden, die mir noch geblieben sind. Du hältst hier mal rein. Alter Falter. Rückzug. Rückzug, 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 wenn die kommen. Ich krieg deren Artillerie nicht in den Griff. Das ist eine Katastrophe. So, buff mal schnell die da unten. Die können noch mal ein bisschen mehr Nahkampfangriff brauchen. Nee, komm, schieß dahin. Warum rennen die jetzt alle weg? Was für ein Irrsinn. Kommt her und sammelt euch. Ich flieg da jetzt mal drüber. Und warf mir Bomben ab, so viel ich kann. Hier drüber fliegen. Die haben ja nicht mal Haut. Wie sollen die denn einen Bart haben? So, das war mein einziger Gyrokopter, den ich hier noch hatte. Ach Gott. Der ist jetzt auch hier. Zieh dich zurück, zieh dich zurück. Boah, also hier versagt das Prinzip ja völlig. So, greif hier an. Wie gesagt, ihr müsst diesen General jetzt hier plätten. Ich schicke euch da noch hinten mit rein. Ihr müsst da noch werfen. Leider haben die ja alles verloren, die hier. Ey, diese Schlacht hier ist nur noch der blanke Irrsinn, ne? So, werft. Also die haben nach ihr Geld definitiv verdient. Die zerfallen jetzt hier endlich. Ich buff hier gerade eben nochmal unsere Jungs. Hier sind wieder Wurfäxte am Start. Die ich auch gerne einsetzen wollen würde.
Skelettstreitwagen. Ich sehe, dass ich mit normalen Zwergenkriegern hier zu nichts mehr komme. Tja, ich würde hier ja ganz, ganz gerne hier nochmal die eine oder andere Artillerie nehmen. Ich finde sie nur nicht. Boah, die rennen halt immer noch nicht weg, beziehungsweise gehen noch nicht drauf. Was für ein Irrsinn! Jetzt rennen die auch noch weg. Komm, jetzt schieß auf das da. Extra Schaden. Das ist ja der einzige, auf den ich mich verlassen kann beim Schießen hier. Die gesamte Bande rennt hier weg. Okay. Hey, der Gyro-Bomber macht hier immer seinen Job, ne? Der schafft es tatsächlich, die wegzukillen. Bin begeistert. Die rennen auch beide weg, ich fass es nicht. Schieß, komm. So, der Gyro-Bomber hat gewonnen. Jetzt hole ich ihn mal her. Ich kann ihm nämlich noch Munition geben. Boah, ey, ich hasse es. Es ist so nah und doch so fern. Was ist jetzt passiert? So, wir haben wieder Munition. Jetzt feuere auf diesen Mistkerl. Vielleicht kriege ich hier nochmal ein bisschen Damage rein. Ey, wir verlieren das. Ohne Witz. Ich bin beeindruckt, wie stark die Gruftkönige sind. Ja, komm. Feuer frei da rein. Der rennt schon wieder weg. Nein, kein Nahkampfangriff, ist wahnsinnig. Jetzt flieht er auch. Er hat sich wieder gesammelt. Du schießt wieder auf den da. Jetzt flieht der wieder, ey, der Trupp. Ach, das geht nicht gegen einen, der in der Luft ist. Oder mit einem, meine ich. Okay, die sind jetzt hier zerfallen. Jetzt müssen wir uns die hier vom schreienden Schädelkatapult hier noch vorknüpfen.
Oh shit. Komm, du schaffst das. Yes, das nur einzuschlagen. Jetzt sind sie wieder da. Ja, das war's. Wow. Verdammt. Sie haben halt wegen zwei Sachen. Also diese, ich bin einfach nicht an diese Schädelkatapulte rangekommen, um sie schnell genug auszuschalten. Deren Bogenschützen haben unseren Gyrobombern einfach so dermaßen den Arsch aufgerissen, dass da nichts ging. Und dabei hat dieser eine Gyrobomber nicht einmal wenig Schaden gemacht. Also der war gut. Uff. Wir lernen daraus, dass diese Art von Armee wertlos ist. Es bringt einfach nichts, mit dieser Art von Armee zu benutzen. Zumindest normale Zwergenkrieger nicht. Und Bockigkeit hätte vielleicht auch geholfen. Aber das Problem ist, wir brauchen eigentlich noch irgendwie ein bisschen mehr was, vielleicht eine Kanone. Also eine Kanone wäre ganz gut, um gegen andere Artillerien anzutreten. Und ein zweiter 42-Pfünder hätte auch sicherlich geholfen. Jetzt muss ich halt bloß hoffen, dass die jetzt halt hier noch da lebendig davonkommen und dass die KI jetzt hier nicht sofort nachsetzt und diese Armee hier komplett auslöscht. Das ist natürlich möglich, dass das jetzt passiert. I am the White Dwarf. No, you cannot play with me. Er hat einen Greater Demon. A crude attempt to subjugate. You'll incur my displeasure. Beards in belts. Ich verteidige natürlich diese Stadt hier, weil das ist das, was jetzt hier von denen angegriffen werden kann. Leider aber auch die schwarze Säule. Geh dahin. Er durfte da nicht rankommen. Das hier überspringe ich also jetzt. Es hört einfach hier nie auf, ne? Das hier bleibt ganz eindeutig unsere Problemzone. Nee, Aquitaine, tut mir leid, ich brauche mein Geld gerade für andere Dinge. Also, Bittergipfel. Große Arena und so weiter. Wären Mauern möglich. Das eisige Ödland. Könnte ich das hier noch weiter ausbauen für noch mehr Handel? In der Bitterweite machen wir jetzt eine Verteidigungsanlage rein. Hier bauen wir das da rein und das da. Und jetzt müssen wir schauen. Okay, sie haben nichts angegriffen. Sie haben nur Position bezogen. Es sieht fast sogar schon so aus, als ob sie versuchen, sich wieder zurückzuziehen. Beziehungsweise er sieht so aus, als ob er sich bereit macht, hier einen Angriff, einen x-beliebigen Angriff durchzuführen, den ich momentan noch nicht mal absehen kann. Denn er hat jetzt, glaube ich, Angriff auf den, den und den. Schaffe ich nicht. Nicht machbar. Ist nicht machbar.
Es ist eingetreten, was ich befürchtet habe. Okay, damit ist immerhin der Typ tot und wir werden beim nächsten Mal, also wenn wir seine neuen aufstellen, auf Eisenbrecher und Hammerträger und so weiter setzen. Ne? Die Zeit von diesem Quatsch ist vorbei. Zwergenkrieger taugen's nicht mehr. Dann habe ich auch einen Kommandanten, der auch sehr gut für Slayer gerüstet ist. Ich finde das nach wie vor ein bisschen unfair bei den Zwergen und bei vielen anderen Fraktionen, weil zum Beispiel bei den Grünhäuten betrifft es einfach mal alle Infanterieeinheiten der Orks oder der Goblins. Na, da gibt es auch eine Unterteilung, aber es sind einfach alle. Groll verzeichnet. Onward. It is time. I'll see it done. So, ich jag dich jetzt mal vor mir her, Freundchen. Ach, er ist sogar bereit, diesen Kampf aufzunehmen, der Narr. Ja, dann soll es. Das soll ein knapper Sieg sein. Ich habe ein, zwei Fragen. So, wir haben es aber geschafft, diesen vermaledeiten Dämonenprinzen zu killen. Und das finde ich persönlich sehr schön. Weitere zwei Level-Ups. Ja, Armee blockieren. Es ist zwar ein bisschen... Warte mal, er bekommt hier plus 30 und hier plus 15. Das ist ja... Also der Zwerg wird zum Rambock, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wisst ihr, was smart gewesen wäre, wenn ich erst den Kommandanten aufgestellt hätte und danach die Schlacht geschlagen hätte, dann hätte der direkt XP bekommen. Merkt euch meine Worte. Macht das nicht wie ich. Es gibt einen Weg, der euch da sehr viel schneller einen geileren Kommandanten ermöglicht. Also gut. Blut der Ahnen, Forschungsrate, Blut der Ahnen, Rettungszauber. Linke Füße. Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr und bla bla bla. Ich bleibe aber bei den Runenmeistern. Ich bin da jetzt stur. So, dann gönnen wir uns... Oh, der ist nicht schlecht. Aber diszipliniert ist besser. Kampftraining. Und du schließt dich an, sobald du kannst. Meistertechnikus, aggressiv, nein, stark, ich weiß nicht. Mehr Rüstung, Nahkampfangriff, Waffenstärke, Nahkampfangriff ab. Nee, ich möchte, dass er ein bisschen mehr aushält. So, zweimal schon das hier. Öffnet die Reserven, triangulieren. Dann können wir jetzt hier Truppen rekrutieren. Vier Stück von den Eisenröchern. Zwergenkrieger sind out. Let us begin. Nächste Runde können wir mit denen in den See stechen. Und den Angriff zum Feind tragen. Aber vorher bekommt er noch Halte die Stellung. My axe thirsts for war. Ich gehe schon mal hier hin. So, dann baue ich hier noch ein bisschen mehr Kohle rein. Nochmal ein bisschen mehr Zwergenbier rein. Ja, sieht gut aus. Wie viel Geld machst du eigentlich? Boah, nicht so viel. Da habe ich mehr erwartet. Ja, und hier kann ich dir direkt schon mal diese Armee nochmal versuchen zu blockieren. Was der Junge aber einfach nicht hinkriegt. Oh, endlich ist der weg. Nee, Dargoth, dich baue ich einfach immer noch nicht aus. Ich sehe es nicht ein. Hey, Clan Angro und endlich Kontakt, nicht Angriffspakt und so. Dann machen wir noch hier mit Kislev einen geilen Bund.
Was nochmal ordentlich Geld gebracht hat. Geil. Nein, das möchte ich nicht hier zum Fenster rauswerfen. Ich spare jetzt auf Grond. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Ich sehe gerade eben, dass es schon vorbei ist. Haut rein, schöne Zeit, macht's gut, tschüss und ade.